Herzlich willkommen in der Villa Mater. Heute machen wir ein ganz einfaches Basic und zwar Brotcoutons. Dazu benötigen wir einfach nur Weißbrot, dunkles Brot geht auch. In dem Fall haben wir unser Oliven-Buttermilchbrot genommen, was wir ganz einfach nur in gleich große Würfel schneiden. Währenddessen erhitzen wir in einer Pfanne etwas Öl, Pflanzenöl, hoch erhitzbar, warten bis es warm genug ist, heiß genug ist und dann können wir jetzt schon mal ein wenig Salz auf die Brotcroutons geben. Wenn dies heiß genug ist, am besten hier der Villa Mater-Tipp an dieser Stelle. Einfach ein Brotcouton oder ein Brotstück zum Öl in die Pfanne legen, wenn es anfängt zum Brutzeln. Und dann würde ich sagen, es ist heiß genug, denn so spart man sich das lästige Warten, beziehungsweise nachher der Effekt, wenn es kalt genug ist und dass man das wieder rausholen muss. Wunderbar, wenn es anfängt zu brutzeln, hineingeben. Lassen wir dies nun etwas verteilen. Das Öl ein bisschen verteilen lassen. Geben jetzt auch schon gerne Rosmarin und zwei Zweige Thymian hinein, sodass das Aroma schön herauskommt. Wir können jetzt auch schon ein wenig Pfeffer hinzugeben. Dann wenden. Das darf nicht zu heiß werden, was ganz schnell passiert. Und dann geben wir einen kräftigen Schlag Butter hinauf. Die Butter, in dem Fall fängt sie jetzt gleich an, sich zu verflüssigen, schäumt. Durch die Schäumung kommt die ganze Hitzeverteilung besser, verteilt sich die Hitze besser um die Croutons rum, ums Brot herum. Und es karamellisiert ein wenig der Zucker dort drin. Und diese werden schön kross, kriegen Farbe. Die Butter darf nicht zu heiß werden, sonst haben wir Nussbutter. Und die verbrennt. Und das schmeckt natürlich nicht optimal. Das dauert ein wenig. Jetzt geben wir auch gerne ein bisschen Salz weiterhin hinzu. So schön goldbraun werden die Croutons. Schön ausgebacken werden, schön knusprig werden. Und sehr aromatisch. Man riecht es schon super. Das Aroma des Thymians, des Rosmarins kommt durch die Hitzeeinwirkung schön hervor und steigt nach oben. So, wenn diese nun so richtig schön goldbraun sind, sich langsam der Schaum gelöst hat, sind die Croutons fertig. Wir geben diese dann auf ein Küchentuch, damit es das überschüssige Fett, die Butter absaugt, somit den Garvorgang ein wenig unterbricht. Um dann im warmen sowie im kalten Zustand etwas vom Fett befreit, knusprig, wunderbar zu verköstigen. Guten Appetit!